die Entwicklung der letzten 10 Jahre war wesentlich dadurch geprägt, dass der Werra-Meißner-Kreis einen erheblichen Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen hatte, in der Regel 1000 Einwohner pro Jahr. Das hat eben dazu geführt, dass wir seit Mitte der 90er Jahre knapp 15.000 Einwohner jetzt auch verloren haben. Und daraus ist natürlich dann die Konsequenz entstanden, dass wir uns entscheiden mussten, wollen wir versuchen, aktiv etwas dagegen zu tun oder wollen wir das so laufen lassen, uns dem Schicksal hingeben und einfach akzeptieren, dass wir immer weniger werden, aber keiner so genau weiß, wie werden dann Strukturen aufrechterhalten, müssen Strukturen verändert werden oder fällt es tatsächlich so, dass irgendwann auch Orte nicht mehr belebt sind, dass wir sie schlichtweg wüst fallen lassen müssen. Und deswegen haben wir gesagt, nein, wir nehmen unser Schicksal mal in die Hand. Wir versuchen aktiv gegenzuwirken. Wir versuchen soziale Infrastrukturen vor allen Dingen aufrechtzuerhalten und versuchen die Bürger vor allen Dingen mitzunehmen. Und daraus ist dann die Möglichkeit entstanden, nachdem wir selber aus eigener Kraft heraus viele Projekte entwickelt haben, viele Konzepte auch entwickelt haben, dass es vom Bundesverkehrsministerium eine Ausschreibung gab zum Thema Region schafft Zukunft. Da haben wir uns beworben in 2008. Wir sind dann ausgewählt worden als eine von 2 Regionen in den alten Bundesländern. Daraus ist ein Masterplan entstanden. Wir nennen ihn heute den Masterplan Region hat Zukunft. Mein Name ist Peter Dehne. Ich bin Hochschullehrer an der Hochschule in Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Beschäftige mich dort schon seit Jahren mit Themen und Problemen des ländlichen Raumes und vor allen Dingen des peripheren ländlichen Raumes. Das ist ja, sind ja Regionen, die zurzeit sehr stark mit Problemen der Daseinsvorsorge und des demografischen Wandels zu tun haben. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat 2006, 2007 angefangen, sich stärker auch um diese Problematiken zu kümmern und hat damals ein Modellvorhaben der Raumordnung aufgelegt. Später hieß es Region schafft Zukunft. Ziel war es, in ausgewählten Modellregionen, die in dieser sogenannten Abwärtsspirale stecken, mit den Regionen und vor allen Dingen vor Ort Lösungen zu entwickeln. Lösungen zu entwickeln, wie man diese Abwärtsspirale zum Stoppen bringen kann, wie man vor allen Dingen Fragen der Daseinsvorsorge, weil das zentrale Fragen sind, lösen kann, wie man sich vielleicht auch erstmal diesen Fragen stellen kann. Das Modellvorhaben dient dazu, dass wir hier in der Region den demografischen Wandel gestalten können. Wir haben das in Kooperation mit dem Werra-Meißner-Kreis gemacht. Diese Kooperation zwischen der Kreisverwaltung und dem Verein für Regionalentwicklung ist eigentlich einzigartig bundesweit, weil in der Regel werden diese Bereiche Masterplan schreiben, soziale Infrastrukturen von der Kreisverwaltung organisiert und auch strukturiert. Wir haben es in unserer Region geschafft, dass wir das gemeinsam mit der Kreisverwaltung machen und dadurch auch ganz viele regionale Akteure, Vereine und auch Verbände wirklich mit einbinden konnten. Wir konnten in diesem Modellvorhaben 25 Projekte mit umsetzen. Ein Schwerpunkt der Projekte lag in dem Bereich der Nahversorgung. Nahversorgungsstrukturen im ländlichen Raum sind ganz wichtig, in den kleinen Dörfern, in den peripheren Orten, damit die Menschen vor Ort wirklich noch sich selber in ihren Orten versorgen können. Wir arbeiten als Verein für Regionalentwicklung schon seit 15 Jahren in der Region und wir haben in Kooperation auch mit der Dorferneuerung immer wieder versucht, kleine Läden in den Orten aufzubauen und auch zu halten. In den letzten 20 Jahren insgesamt ist es so, dass die Läden immer weiter zurückgegangen sind. Sie sind auf die grünen Wiesen gezogen und in den kleinen Orten sind sie ganz weggefallen. Die Dorferneuerung und auch wir haben versucht, Nachbarschaftsläden aufzubauen, haben geguckt, inwiefern Kooperationen im Ort entstehen können. Es ist aber in den letzten 20 Jahren tatsächlich nicht gelungen, diese Läden aufzubauen und diese Läden wirtschaftlich zu führen. Es sind ja bei uns auch im Werra-Meißner-Kreis sehr viele Hofläden entstanden, beispielsweise in den letzten Jahren. Wir haben auch eine Initiative, dass wir sagen, wir wollen die heimischen Produkte stärker vermarkten. Und dann kam die Idee, und das war einfach phänomenal auch für das gesamte Projekt, dass der Verein Aufwind, Verein für seelisch behinderte Menschen, gesagt hat, wir können uns vorstellen, eine Trägerschaft zu übernehmen und etwas zu entwickeln, das eben Dorfläden wieder aufleben lässt.
Und nachdem wir so die ersten Gespräche geführt haben, ging es eigentlich nur darum, eine Nachfolgesituation zu schaffen im Ringgau, wo ein Markt keinen Nachfolger hatte und wo es darum ging, könnte der Verein Aufwind dort sich beispielsweise einbringen und dann auch mit Menschen mit Behinderungen dort einen Integrationsbetrieb aufbauen. Und daraus ist dann irgendwann eine große Idee entstanden, nämlich ein ehemaliges Autohaus neu zu einem Treffpunkt, zu einem aktiven Treffpunkt und Nahversorgungspunkt zu errichten. Daraus ist der Marktwert Ringgau entstanden. Und dann gab es eine ganz dynamische Entwicklung, dass nämlich einmal die Supermarktkette Rewe und dann aber auch die Supermarktkette Tegut erkannt hat, das ist ein Projekt im ländlichen Raum. Es geht nicht nur darum, immer die großen Supermärkte auf der grünen Wiese zu bauen, sondern wir können sehr wohl auch wirtschaftlich, und das ist ja ganz wichtig für diese Ketten, kleine Dorfläden betreiben. Ich bin 2003 hier nach Gertenbach gekommen. Dann war es so, dass hier schon seit 3 Jahren ein Dorfladen fehlte. Also der ist nicht mehr gut gelaufen, der ist leider pleite gegangen. Und wir hatten immer das Gefühl, dieses Dorf braucht einen Dorfladen. Wobei so ein Dorfladen verbindet unglaublich. Und es haben sich eben halt dann 5, 6 Leute zusammengefunden, die gesagt haben, pass auf, wir kämpfen jetzt mal und beschaffen wieder einen Dorfladen. Ja, und da ist es also dann halt dazu gekommen, dass also wir hauptsächlich mit 2 Damen dann aus dem Werra-Meißner-Kreis zu tun hatten und die vertraten das Projekt Region schafft Zukunft. So, und da sagten die, klar, wenn ihr das hier einen Dorfladen machen wollt, das fördern wir. Dann durch dieses Projekt des Kreises Region schafft Zukunft, zu dem wir eingeladen wurden, habe ich also dann mal eine ganz andere Sicht und Betrachtungsweise kennengelernt und auch andere Leute. Und unter anderem eben auch unseren späteren Betreiber, stellvertretend in der Person des Herrn Miem, den Verein Aufwind. Ja, mein Name ist Matthäus Miem, ich bin Vorstandsmitglied im Verein Aufwind, Verein für seelische Gesundheit hier im Werra-Meißner-Kreis und auch Geschäftsführer der Stellenwert GmbH, unserer Integrationsfirma zur Eingliederung von Menschen mit Behinderung in Arbeitsleben. Wir haben Erfahrungen mitgenommen von Kollegen aus ganz Deutschland, die die sogenannten CAP-Märkte betreiben und die immer sagen, das ist eine gute Form, Menschen mit Behinderung zu integrieren ins Arbeitsleben. Und dann haben wir eben von den Markttreffs in Schleswig-Holstein gehört, die eben sagen, wir können den einfach nur in den Lebensmittelmarkt betreiben, sondern wir müssen das kombinieren mit anderen Dienstleistungen, die die Bevölkerung im Dörfern braucht. Und wir müssen Kommunikation und Begegnung ermöglichen. Und diese kleinen integrierten Versorgungszentren haben wir in unterschiedlicher Ausprägung in allen Standorten umgesetzt. Man kann sein Geld da bekommen, man kann Begegnung haben im Kaffeebereich oder wir haben Physiotherapie dabei oder Bürgersäle, also wir haben immer was kombiniert. Wir haben Rezeptkästen von Apotheken, kleine Dienstleistungen, die das Gesamtkonzept eben dann interessant machen für die Bevölkerung. Die Märkte selber, kann man sagen, laufen auch in allen Standorten sehr erfolgreich. Und da spürt man eben auch den Wunsch der Bevölkerung nach dieser Form des Einkaufens, dass auch die Nahversorgung nicht nur für die alten Menschen in den Dörfern sichergestellt ist, auch dass Kinder wieder im Dorf einkaufen können. Genau, 95 Cent. Ich danke dir. Ich schenke dir ein Bonbon. Bei einer Rewe-Befragung zu unserem Markt in Daderode haben wir von den Kunden ein exzellentes Urteil erfahren. Es geht über die normale Bewertung hinaus, dass praktisch fast 100% der Bevölkerung sagt, das ist ein besonderes, freundliches und angenehmes Personal. Und wir haben alle diese Menschen, die wir hier, diese 30, 35 Menschen, die wir mit Behinderung hier eingestellt haben, haben ihren Arbeitsplatz behalten und sind auf unbefristeten Arbeitsverträgen.
parallel zum Modellvorhaben war es tatsächlich so, dass sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Die strukturellen Rahmenbedingungen sind so, dass früher war es immer so, man ist in die kleinen Läden im Ort gegangen, wollte dort einkaufen und die Preise waren tatsächlich immer höher als die in der Kleinstadt oder in der nächsten Stadt. Und das Angebot war natürlich auch geringer. Das war auch ein wichtiger Faktor, dass die Leute einfach nicht hingegangen sind. Natürlich müssen auch wir, die Firma Tegut, aber auch andere darüber nachdenken, wie wir dem demografischen Wandel gerecht werden. Und unser Ziel ist es, möglichst viele Menschen mit guten Lebensmitteln zu erreichen, also auf Land und in Stadtquartieren. Sie müssen heute, wenn Sie so einen Laden ins Leben rufen, den Menschen garantieren, dass sie die gleichen Preise bezahlen wie überall. Das ist das Allerwichtigste. Denn wenn Sie von den Preisen aus der Stadt abweichen, dann haben Sie keine Chance. Das Lädchen läuft eigentlich fast nur übers Internet, ist egal was es ist, ob es jetzt Bestellungen sind oder ob wir Probleme mit Kühlanlagen haben, geht alles über Internet, bei Computer. Ist egal, was wir haben, Fuldaer Zentrale unterstützt uns und kann uns mit dem Problem helfen. Wo wir früher mit dem Telefon oder mit Brief hinschreiben mussten und was ein paar Tage gedauert hat, das geht innerhalb von 15 Minuten. Also wir legen in unserem Laden auch sehr, sehr hohen Wert auf biologische Produkte. Unter anderem haben wir die Herzbecker Bäckerei mit in unserem Sortiment. Die verkaufen also ausschließlich biologische Backwaren. Gehört uns zu Tegut, das ist eine Tegut-interne Bäckerei. Genauso wie die KFF, das ist unsere hausinterne Metzgerei. Macht auch ausschließlich qualitativ hochwertige Sachen, die haben wir hier eben inbegriffen. Anfang dieses Jahres waren wir sogar auf der Biofachmesse eingeladen. Wir haben dort einen Biopreis gewonnen, weil wir in unserem Laden einen Bio-Anteil von 38% haben, was schon enorm ist. Mittlerweile haben wir auf den 94 Quadratmetern, die wir hier haben, gute 1400 Artikel. Also ich denke, findet man sogar über den täglichen Bedarf hinaus die Ware. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber, dass die Läden lebendig geworden sind. Die Bürger vor Ort haben die Möglichkeit, die Läden mitzugestalten. Das fängt damit an, dass der Betreiber der Läden heutzutage tatsächlich mit den Bürgern zusammenguckt, welche Produkte, welche Produktlinien müssen, sollten im Laden sein, die die Bürger wirklich brauchen und haben möchten, zum einen. Und zum anderen gibt es ein großes Angebot an Dienstleistungen, die gemeinsam mit den Bürgern auch entwickelt werden. Das heißt, es wurde in jedem Ort, wo diese Läden geschaffen wurden, wurden Bürgerversammlungen durchgeführt, es wurde erzählt, wie der Laden gestaltet werden soll. Und dann haben die Bürger gesagt, was ihnen eigentlich noch in ihren Orten fehlt. Beispielsweise ein Apothekendienst. Die Bank fehlt oft in den Orten und Ähnliches. Und das wurde gemeinsam mit dem Betreiber der Läden diskutiert und abgesprochen, auch weiterentwickelt. Man hat geguckt, inwiefern man da Dienstleister findet, die das dann auch mit anbieten. Und man hat die Läden sozusagen kundenorientiert, dorforientiert entwickelt, strukturiert. Und das heißt, damit haben sie auch eine bessere und kräftigere Tragfähigkeit, als das früher war. Also wir haben, bevor das losging, so etwas wie einen Fragebogen in unsere Briefkästen bekommen und durften dann sagen, was wir uns wünschen. Also zum Beispiel stand bei mir Kaffee, Kuchen, Sahnetorte haben sie leider nicht hingekriegt. Aber eben Bioprodukte zum Beispiel. Und ich komme tatsächlich klar. Ich kann hier einen Spaziergang hier machen und ich kann meinen ganzen Einkauf machen. Es ist alles da. Ich finde es klasse, dass es diesen Laden gibt. Ich finde es auch absolut kommunikativ. Ich komme hierher und ich treffe hier 5 Leute, die ich kenne. Also seitdem der Laden existiert, hat sich die gesamte Stimmung im Dorf grundlegend verändert. Also die Freude ist viel höher geworden. Die Leute begegnen sich wieder. Ich höre so Gespräche wie: Mann, die habe ich also ein halbes Jahr nicht gesehen oder manche sogar ein ganzes Jahr lang. Jetzt sehe ich die einmal in der Woche und man unterhält sich. In jeder Hinsicht also ein totaler Erfolg. Wir haben sehr gute Nachfrage von anderen Sozialunternehmen aus ganz Hessen. Beraten die Kollegen auch, diese Kombination Integration von Menschen mit Behinderung und Nahversorgung zu machen. Es sind sicherlich 10 Partner, die jetzt da bei uns angefragt haben. Wir haben aber auch Nachfragen aus Oldenburg, aus Potsdam, aus Weimar und überhaupt aus Thüringen. Und wir denken, dass wir da, glaube ich, ganz gut auch was vermitteln können in die Republik. Also man muss sich mal Gedanken machen, was wir volkswirtschaftlich dabei geschafft haben. Ne? Das ist, glaube ich, noch den Menschen gar nicht so bewusst. Wir erreichen mit unserer Initiative, die ja weit über die Lebensmittel hinausgeht, es geht ja bis hin zur medizinischen Versorgung und so weiter,
Wir erreichen damit, dass die Menschen viel länger sich selbst versorgen können, später erst die Betreuung brauchen, als das heute der Fall ist. Wir werden in der Nachhaltigkeit einen Riesenschritt nach vorne machen, weil wir lokale Produkte anbieten können. Das können wir auf der Großfläche eher schlecht. Und mir zeigt das Interesse der Landesregierungen, muss ich sagen, sowohl, ich muss Hessen benennen, ich muss Thüringen benennen, die auf uns zukommen und sagen, wir wollen gemeinsam mit euch was auf die Beine stellen. Heißt für mich auch, der Kapitalismus hat verloren. Wir sind in der sozialen Marktwirtschaft wieder einen Schritt zurückgegangen und das ist, glaube ich, das, was wir als kleine Unternehmen fördern können, fördern müssen, weil uns steht kein Aktionär im Nacken. Das müssen wir ganz deutlich so sehen. Und ich hoffe, dass das Schule macht. Also ich denke, was für uns ganz wichtig ist, und ich denke auch, es hat schon Schule gemacht, ist, dass die Bürger beteiligt sind an ihren Läden vor Ort. Es wurden schon die Punkte genannt, Mobilität, Gesundheitsversorgung in den kleinen Orten. Wir brauchen die dezentralen Strukturen in den Orten, damit die Menschen möglichst lang zu Hause bleiben können, damit aber auch die Familien in den Orten wirklich auch bleiben, weil sie Spaß haben, dort zu leben. Und die Läden, die haben da einen enormen Beitrag einfach zu geleistet. Vielleicht noch mal eine Lanze dafür, dass wir natürlich da auch Arbeitsplätze geschaffen haben. Diese 48 Arbeitsplätze, die Hälfte davon ist für Menschen, die sonst von Transferleistungen abhängig waren. Die sind jetzt alle unabhängig von Transferleistungen, haben ihr eigenes Einkommen, können ihr Leben selber in die Hand nehmen. Und das ist ja für eine Region auch eine enorme wichtige Sache, dass eben vor Ort was passiert. Ich glaube, das Entscheidende bei dem Gesamtprojekt ist, wie insgesamt auch bei dem Projekt Region hat Zukunft, dass wir Netzwerke aufbauen konnten, dass wir Menschen begeistern konnten und dass wir es geschafft haben, Gruppierungen zusammenzubringen. Sowohl aus dem Verwaltungsbereich, dem öffentlichen Bereich, kirchlichen Bereich, sozialen Bereich, die gesagt haben, ja, da lohnt es sich einfach mal näher hinzuschauen und dass dann eben auch Vertreter von wirtschaftlichen Institutionen, wie beispielsweise den regionalen Banken, gesagt haben, auch sie sind dabei, sie unterstützen diesen Kurs und dass damit ein großes Miteinander entstanden ist und das eben getragen von dem gemeinsamen Willen, etwas voranzubringen. Ich glaube, das ist auch das Wichtige. Man muss den Mut haben, schlichtweg Dinge mal anzupacken und wenn man erkennt im Laufe der Zeit, naja, das funktioniert halt nicht, dann muss man auch den Mut haben zu sagen, okay, dann gehen wir wieder zurück auf Null, fangen wieder von vorne an, machen eine andere Herangehensweise, aber an der Stelle versuchen wir es wenigstens. Und genau das ist gelungen und darauf sind wir sehr stolz. Und es hat sich eben da auch eine Dynamik in den Orten, wo wir jetzt etwas aufgebaut haben, wieder entwickelt, die nicht nur Nahversorgung noch sieht, sondern auch viele andere soziale Projekte jetzt vorantreibt.